So, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Let's Play Stardew Valley. Wir befinden uns am Freitag und natürlich nicht im Spiel, sondern jetzt, dies ist die Freitagsfolge, wo wir gerade sind. Und ja, viel ist geschehen. Es ist sonnig, das heißt heute erwarten uns wieder die Farmerpflichten. Natürlich werden wir unser Inventar ein bisschen ausmüllen, das ist das allererste, was wir machen müssen. Und natürlich schauen wir mal nach dem Wetter für morgen. Es ist klar und sonnig. Ein perfektes Wetter für den Tanz der Moonlight Jellies. Ach, wir sind schon so weit. Ach du großer Gott. Das heißt, wir können morgen dann um 10 bis 12 Uhr können wir dann an diesem Event teilnehmen. Abends meine ich. Entschuldigung. Können wir an diesem Event teilnehmen? Ja, großartig. Dann ist der Sommer schon vorbei, Freunde. Schnüff. Aber er ist noch so jung gewesen. Und ja, schauen wir mal nach dem Glück. Guter Humor. Ja, aber mal ein ganz anderes, neues Eröffnung dieser Folge. Hab mal gedacht, ich probiere mal ein bisschen aus, ne? Wisst ihr ja. Okay, ich sortiere mal aus. Hier. Also erstmal schmeißen wir hier rein, haben wir schon mal zwei Sachen erledigt. So, die Sachen kommen hier rein, die Sachen kommen hier rein. Das hier, das kommt dann drüben in die andere Kiste rein. Okay, das hier. Okay. So, der Dolch, den hauen wir hier rein. Die Sachen hauen wir auch hier rein. Die heben wir mal auf, für wenn wir das nächste Mal in die Miete dann gehen. Dann können wir die einfach mitnehmen. Und das da auch. Okay. Dann nehmen wir gleich noch die Gießkanne. Ich weiß, wir haben eigentlich... Ja, wisst ihr, wir brauchen gar nicht gießen. Heute ist der letzte Tag. Wobei doch, wir müssen den Mais gießen. Aber die anderen Sachen müssen wir nicht gießen. Das heißt, das sparen wir uns jetzt dann. Erstmal ernten wir den ganzen Hopfen, ne? Und ich habe gedacht, hier die beiden, das hier und die alle machen wir dann voll mit Grapes. Nein, essen wir nicht. Und dann können wir die nämlich sammeln, für wenn wir in die Mine gehen wollen, weil die bringen doch anscheinend relativ viel tatsächlich. Na komm. Beweg dich! Du faule Bade! So, ja, wir haben auch den goldenen Mais endlich komplett. Das heißt, das können wir da eigentlich auch schon abgeben. So, komm mal her, mein Bester. Zwei. Okay, haben wir das erledigt. Dann kann der Rest jetzt verkauft werden. Easy. Okay. Tun wir die Sachen gleich raus. Das fleißige Farmerleben geht weiter in die nächste Runde. So, der Mais, der wird gegossen. Der Rest darf, vertrocknen bis morgen. Der ist eh dann kaputt. Das bringt's dann gar nicht mehr. Jetzt werden wir dann heute auch kein Geld mehr ausgeben für irgendwas. Sondern wir sparen das Geld für morgen, damit wir dann jede Menge, Pflanzen kaufen können. Die wir dann natürlich alle gießen müssen. Na, großartig. Mal schauen, wie wir das dann machen. Eventuell werde ich das dann offscreen machen müssen, wenn das dann zu viel wird. Aber das sehen wir dann. Das entscheiden wir dann. Jetzt auf erstmal gilt die aktuelle Folge, ne? Also ich fülle erstmal schon mal den hier auf, wieder den Kollegen. Dann schmeiße ich den wieder in die Kiste rein. Brauchen wir jetzt dann heute nicht mehr. Die Fliegen summen schon wieder. Ah, die haben ja die Fenster alle offen gelassen, Mensch. Und dann gucken wir mal. Ja, ich möchte gerne ein paar Wege basteln. Das machen wir jetzt zuallererst. Obwohl, machen wir es zuallererst? Oh, wir könnten eine Staircase bauen. Aber nee. Hier. Ich verbaue mal die ganzen 100, die wir im Inventar haben, mache ich mal zu Wegen. Und dann können wir hier jetzt mal loslegen. Okay, die Wege, die haben wir ja gesagt, die führen wir hier einfach mal runter. Immer schön an der Klippe entlang, wo wir dann eh nichts bauen können. Dann können wir nämlich hier... So. Genau, dann machen wir es dann so. Gehen wir dann hier entlang. Hier um die Kurve halt, ne, wisst ihr? So, und hier teilt sich der Weg dann auf in zwei Richtungen. Hier so, ne? Oder machen wir es hier. Also, wisst ihr was, dann machen wir die zwei noch. Und dann kann sich der hier aufteilen in einen kleinen einzelnen... Obwohl, nee, das ist zu viel. Das ist zu viel. Das ist zu viel, Freunde. Das heißt, wir machen... Ups. Den hier wieder weg. Den hier auch. Mache den hier wieder hin. So, den Wegteil haben wir fertig. Finde ich gut, finde ich gut. So, der hier brauchen wir eigentlich nicht weiter bauen. Dann machen wir es stattdessen so. Oder nee, das machen wir nicht so.
Das machen wir nicht so, das machen wir anders. Ich lasse das offen und dann pflanzen wir bei diesem Ding hier unten, bauen wir dann Gras an. Pflanze ich ein bisschen Gras hin. Wobei wir könnten dann tatsächlich eigentlich... Ne, wir bauen hier den Hühnerstall hin, auf die Seite. Da haben wir nämlich mehr Platz, da können wir mehr machen. Tatsächlich. So, hier machen wir jetzt natürlich das Gleiche. Wir haben hier jetzt schon einen zwei breiten Weg. Das heißt, wir machen hier, gehen wir jetzt senkrecht nach unten erstmal. Geht hier natürlich nicht weiter. Da machen wir hier so einen schönen Knick an der Klippe entlang. So, hier immer schön den Weg. Hier so, ne? Ihr wisst schon, ein bisschen kurven lassen und so. So, das lassen wir jetzt erstmal so, weil für den Rest, da muss ich dann erstmal tatsächlich die Axt abholen vom Schmied. Das machen wir dann natürlich als erstes dann. Okay. Dann machen wir hier breit, also drei breit. Ne, da fließen hier wieder die Wege zusammen zu einem dreibreiten Weg. Ich hoffe, ihr versteht, was ich eigentlich damit machen will. Ne, mit dieser Struktur, wie ich es jetzt hier habe. So, ein bisschen Lehm bekommen. Gut, und für den Rest, wie gesagt, da werden wir dann die Axt holen müssen. Ne? Weil wir wollen ja die ganzen Baumstämme hier dann auch gleich wegmachen. Kriegen wir ein bisschen Hardwood. Auch das brauchen wir dann für spätere Updates. Upgrades, meine ich. So, wenn wir schon mal hier unten sind, machen wir mal das ganze Gras hier weg. Na, darum ging es uns ja die ganze Zeit, das wachsen lassen, damit wir es ernten können dann am Ende des Sommers. Die Zeit ist jetzt hiermit gekommen. So, 18 Stück nochmal bekommen. Ist nice, geil, ist geil. So, hier muss natürlich Weg weitergebaut werden. Das machen wir dann aber alles, nachdem wir die Axt abgeholt haben. Sense her. So, nochmal eins bekommen. Wie viel ist denn da jetzt drin? Schauen wir mal nach, wie viel da jetzt drin ist. 44. Ja, okay, ist natürlich nicht viel. Aber gut. Wird natürlich alles noch. Okay, Freunde. Dann werden wir hier mal davon nochmal dann 50 Stück nehmen. Ich denke, 50 Stück reichen dann auch noch. Und dann sind wir ganz gut dabei, den Rest hier auf unserer Farm fertig zu kriegen. Ach ja, ein schöner letzter Sommertag in Stardew Valley. Das heißt, die Folge wird auch wieder kürzer natürlich, ne? Weil ich möchte euch ja den Herbst vorenthalten wieder, so ein bisschen Cliffhanger-Style. Wir müssen mit Emmy quatschen. Das machen wir gleich nochmal, wenn wir schon unterwegs sind. Ich darf natürlich nicht vergessen, was ich eigentlich wollte. Nämlich zur Schmiede. Na, Emmy, alles klar? Überarbeite ich nicht selbst, was sonst endest du in Harveys Klinik? Ja, natürlich. Ich hatte nicht vor, in Harveys Klinik zu landen, aber das ist ja Standard, würde ich sagen. Nichts gegen Harvey persönlich, aber Kliniken sind halt nun mal ein Ort, wo man ungern ist. Wenn man dort nicht arbeitet. Vielleicht gibt es einen oder anderen passionierten Patienten, tatsächlich. Der ist so Berufspatient sozusagen. Der lässt sich immer wieder einliefern mit irgendwelchen Blessuren und Verletzungen und ja... Ja, wir haben eine Stahlaxt bekommen. Nice. Ab jetzt geht's los, Freunde. Okay. Dann können wir jetzt auf zur Farm gehen und endlich mal hier unsere Farm fertigstellen. Soweit halt. Ne, der Plan steht ja immer noch. Okay. Bürgermeister Lewis steht wieder mal vor dem Plakat. Und dann gucken wir mal, was hier so noch so zu bieten hat. Die Farm. So. Ja, das war's. Soweit. Wir schauen mal jetzt. Ach ja, genau. Ich wollte noch... Oh. Das ist fertig geworden. Ja, nice. Wieder eine Sache zum Verkaufen. Ab in die Kiste mit dir. Oh. So. Und jetzt wollten wir ja, genau, Steine. Wollten wir uns holen. Oh, das wollte ich nicht.
So, wir machen natürlich 50, wie bereits versprochen. Dann machen wir die 7 ja auch noch, komm. Dann haben wir wieder genau 500 auf Lager, das sollte reichen. Hier. Okay, erledigt. Dann fixe ich kurz mal das Loch da oben, natürlich. Ich glaube, hier war auch eins. Ja. Oh, nee. Egal, so dringend ist es nicht. Ist da auch eins? Nee, da ist eine Klippe. Okay. Und dann gehen wir jetzt mal hier unten entlang, ne? Dann machen wir hier unten den Weg weiter. Da wollen wir ja verhindern, dass hier was wegkommt. Das heißt, wir machen jetzt den Weg so. Natürlich zwei breit dann. Das verbreitere ich dann noch. Okay, vielleicht waren 50 doch ein bisschen zu großzügig gerechnet. Mal schauen. So, der Weg wäre schon mal komplett fertig. So, jetzt gehen wir mal mit der Axt hier ran, ne? Oh, jede Menge Hardwood. Geil, Freunde, geil. Da bekommen wir auch anderes Hardwood. Was? Ich habe nichts gesagt. Nein, nein, ich habe nichts gesagt. Ist ganz schön viel. Ich kann mich nicht erinnern, jemals so viel von diesen Baumstämmen auf der Farm liegen gehabt zu haben. Eventuell ist das auch eine Sache, wo ich wieder mal nur einfach Unglück hatte. So, dann sind wir auch schon fast ausgepowert. Ja, ist halt dann eine sehr kurze Folge. Schliff. Nee, das kann ich nicht anbieten. Komm, dann machen wir doch einen zweiten Tag. Gibt's doch keinen Cliffhanger heute. Weil, ganz ehrlich, 11 Minuten für eine Folge ist schon nix. Also, das kann man schon echt nicht anbieten. So, natürlich muss es noch eins breiter werden, damit wir hier dann auch die drei Breite dann erfüllen können. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. So, wobei, wir könnten den Weg eigentlich fertig... Ach nee, wir haben zu wenig Energie, Freunde. Die Energie. Energie. Ja, gehen wir jetzt einfach erstmal eine Runde schlafen. Schadet ja nicht, ehrlich gesagt, schadet nicht. Ich tue erstmal das Hardwood natürlich in die Kiste rein, damit das nicht verloren geht irgendwie mal. Und dann gehen wir mal eine Runde pennen. So, wie wird das Wetter morgen? Ach ja, wir müssen ja morgen noch mal gießen, weil morgen erst der letzte Tag ist. Ups. Hab ich kurz nicht mitgedacht, Freunde. Entschuldigung. Okay, wir haben hier noch ein paar Gravelpfade übrig tatsächlich. Ja, ein andermal. So. Okay, Freunde. Da würde ich sagen, gehen wir mal schlafen. Also die Hopfen werden morgen nochmal schmeißen. Der Rest eigentlich nicht mehr, weil der geht ein. Das heißt, wir gießen heute und morgen nicht mehr, was soll's. Übermorgen ist das Zeug eh kaputt. Ne? Wie gesagt, der Mais wird weiterhin gegossen natürlich, weil der ja in der nächsten Jahreszeit weiterhin zur Verfügung steht. Aber der Rest, ganz ehrlich, dann bemühen wir uns nicht mehr. Da sparen wir uns die Energie lieber. So, jede Menge Geld bekommen natürlich. 1466, das ist nice, nice. Und dann haben wir jetzt den 28. schon. Ja. Ich würde sagen, dann schenken wir unserer Emmy doch jetzt mal wieder einen Topaz. Wir haben ja einen gefunden. So, wie wird das Wetter morgen? Klar und sonnig. Okay. Königin der Soße ist mal wieder da. Ja, Brot können wir bereits. Das heißt, es war jetzt natürlich sinnlos. Und das Glück sind sehr auf unserer Seite. Moment, was war? Klar und sonnig. Okay. Ja. So. Ja, Mensch, was ist mit dem Hopfen los? Gibt er vielleicht nur deshalb, nur dann jeden Tag, wenn man ihn gießt, vielleicht? Heute Nacht um etwa 10 Uhr werden wir ein sehr seltenes und wunderschönes Event festsehen. Die Mondlicht-Jellies? Moment, wie heißen die gleich schon wieder? Quallen, genau. Werden an Pelican Town vorbeiziehen, auf deren langen Reise in den Süden.
für den Winter. Wir werden uns alle am Strand versammeln, um das zu beobachten. Und du möchtest das nicht verpassen. Wir sehen dich heute Nacht, Demetrius. Ach ja, es ist ja, Moment mal. Stimmt ja. Das heißt, wenn heute noch Sommer ist, das heißt, haha, ihr werdet doch einen Cliffhanger bekommen, Freunde. Das ging ja mal ideal auf. Das war nicht mal beabsichtigt. Okay, Lehm haben wir jede Menge, brauchen wir aber derzeit noch nicht, ehrlich gesagt. So, den sammeln wir schon mal ein. Dann holen wir uns natürlich die Gießkanne für die guten Leute hier. Und hier. Ja, und ich würde dann auch in der nächsten Jahreszeit, möchte ich dann auch ungern nochmal von denen anpflanzen. Einfach, weil sich das nicht lohnt. Ne? Weil die lohnen sich halt erst, wenn aufgrund der Tatsache, dass sie über mehrere Jahreszeiten überleben können. Und deswegen möchte ich eigentlich, ich muss ganz kurz mal die Kopfhörer leiser machen, weil es jetzt irgendwie auf einmal voll laut ist. Ist furchtbar, furchtbar ist das. Aber es scheint in-game zu sein. Wartet mal, ich mach mal ganz kurz. Ganz heimlich, so dass keiner mitbekommt. Einmal die Musik doch noch ein kleines bisschen leiser wieder, ne? So. So wichtig ist sie ja nicht. Das ist ja nur Hintergrundmusik tatsächlich. Und dann im Herbst, Leute. Die Musik, die müsst ihr euch geben. Ich feiere die ab. Das ist meine Lieblingsmusik tatsächlich. Die läuft dann alles im Herbst. Die ist ziemlich nice. Ziemlich nice, muss ich sagen. Da freue ich mich drauf. Okay, schauen wir mal hier oben vorbei, wenn wir schon mal hier sind. Da ein bisschen Eisen natürlich. Geil. Finde ich geil, dass da jetzt Eisen überall spawnt. Wahrscheinlich dann im Herbst, ne, so gegen Ende des Herbstes oder so, da spawnt dann auf einmal Gold. Wäre episch. Okay, dann tun wir das mal einlagern. Ja, ich wollte die Gießkanne eigentlich noch auffüllen, aber okay. Ist jetzt auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Einlagern tun wir hier. Oh, kein Platz. Nee, was schmeißen wir denn raus? Wir schmeißen die da raus. Den Stein tun wir rein. Und den Topaz lassen wir natürlich im Inventar. Okay, was tun wir hier rein? Wir tun das da rein, das da, das da. Sortieren bitte. Okay. Und dann schmeißen wir das hier in den Müll. Dann gehen wir in die Stadt. Ach ja, wir müssen auch noch... Ha, wir müssen auch noch in die Abenteurer-Gilde. Aber das machen wir dann im Herbst. Ne, das eilt ja jetzt nicht. So, wir gucken mal bei unserem Girlfriend vorbei. Bei unserer GF. Na, ist sie denn zu Hause? Die Beste. So, erstmal reden, natürlich, das ist wichtig. Erst reden. Hi, Pedonce, wir sind wirklich gute Freunde geworden, nicht wahr? Ja, gute Freunde, würde ich mal sagen. Wir sind ein bisschen mehr als das, meine Beste, falls dir das nicht aufgefallen sein sollte. Es mag vielleicht seltsam klingen, aber ich war mir die ganze Zeit sicher, dass das passieren würde eines Tages. Okay, wenn du das sagst. Schau mal. Oh, 10 Herzen. Das ist ein Geschenk. Dieses Geschenk ist wirklich fabulös. Danke dir sehr. 10 Herzen, Freunde. Haben wir gleich mal ein Achievement bekommen, was man natürlich jetzt nicht sehen kann, weil aus irgendeinem Grund das Steam-Overlay mal wieder nicht funktioniert. Großartig! Ja, das Steam immer, ne? Bei mir funktioniert gar nichts davon. Mal funktioniert Steam-Overlay, mal funktioniert es nicht. Das Problem kennt ihr ja bereits von von Starbound, wollte ich sagen. Nicht Stardew Valley. Stardew Valley ist immer ja hier. Okay, schauen wir dann hier eben. So, 10 Herzen. Nice, Freunde. Nice. Das heißt, für uns... Ja, was heißt das für uns? Wir müssen jetzt auf den nächsten Regenschauer warten. Auf den nächsten Sturm. Okay, Freunde. Also, das haben wir erledigt. Dann gehen wir jetzt zurück zur Farm. Wir haben 10 Herzen. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Ein Zug! Ein Zug! Den wollen wir... Also, jetzt seht ihr mal, ne, was ich meine, wenn der Zug dann da vorbeifährt, was dann tatsächlich passiert. Es ist ein Event, was hier jetzt relativ selten ist,
Bei meinen anderen Spielständen war es immer relativ häufig. Häufig, hihi. Hurtig, hurtig. Wir wollen den Zug nicht verpassen. Komm schon. Lauf schneller, kleiner, heldenhafter Superschlumpf. Ich glaube, wir haben ihn verpasst. Schliff. Ja, wir haben ihn verpasst. Großartig. Naja, ein nächstes Mal vielleicht. Okay, also können wir zurück zur Farm gehen. Lohnt ja dann auch sonst nichts. Und dann gehen wir mal ein bisschen Holz farmen. Würde ich sagen, denn wir wollen ja relativ bald loslegen mit unserem ersten Gebäude. Und mit dem gesagt, möchte ich gerne schon diesen Baum hier fällen. So, ich weiß gerade nicht mehr, wie viel wir brauchen. Moment, ich schau mal schnell nach, solange wir noch hier sind. Bei unserem Carpenter, sofern der da ist. Ja, der ist, sie ist da. Hallo! Wir brauchen 300. Okay, also die Steine haben wir, das Geld haben wir und das Holz haben wir auch bald. Okay. Nehmen wir gleich den Baum hier auch noch mit. Tut mir leid für die Schmetterlinge, dass die jetzt kein Zuhause mehr haben. Müssen sie jetzt leider durch. Schliff. So, der nächste Baum ist fällig. Fällig. Ich mit meinem IK immer, ne? Okay. So, der da oben noch. Wir nehmen jetzt alle Bäume, die wir auf dem Weg hier finden, nehmen wir mit. Wie gesagt, 300 sind nicht wenig. Jausa. Gut, das war's. Mehr haben wir hier nicht. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal dann auf der Farm rumgucken, ob wir da noch ein paar Bäume haben. Aber ich glaube, wir haben da alles abgegrast tatsächlich. Das ist ärgerlich. Oh, schon wieder so eine. Die können wir verkaufen. Oder können wir die irgendwo hinsetzen? Nö. Also, verkaufen. Das da auch. Okay, schauen wir mal, wie viel haben wir denn jetzt an Holz? 144, das heißt, wir brauchen noch 156, glaube ich. So, zwei Bäume hier, aber die bleiben natürlich stehen. Das sind hier unsere Harzproduktion. Okay, Freunde der Nacht. Unsere Felder sind bereit, warten darauf, im Herbst dann bestellt zu werden. Ja, hallo, ich möchte einmal 4 Felder bestellen, bitte. Wird ihn per Hermes dann. Ich möchte per Hermes bitte bestellen. Ja, ich weiß, der war schwach. Entschuldigung. Okay, wir wollen hier natürlich die Dinger hier unterbringen noch. Die grünen Algen. Mensch, da hat er sich verschluckt. Weil Gründe, ihr wisst ja warum. Ne? Wisst ihr ja Bescheid. Okay, alles verkauft. Das passt. Und hier unten die Felder, ja, wie gesagt, die haben ihr Ende bereits erlebt. Dann müssen wir jetzt einfach die Zeit noch totschlagen. Bis um 10 Uhr abends. Und ich würde sagen, wir verbringen diese Zeit mit Angeln. Noch ein letztes Mal ein paar Fische an Land ziehen. Ja, die jetzt im... Ja, jetzt halt im Herbst kommen. Wobei, was wir machen erstmal ist die Wege fertig. So, nehmen wir die noch mit und dann tun wir jetzt mal hier ein bisschen. Na, wo ist es? Ganz viele. Ne, wir brauchen ganz viele, weil wir müssen ja hier den ganzen Weg hier noch fertig bauen. Wir wollen ja nicht 10 Baustellen anfangen, nur um dann am Ende festzustellen, ja Mist, die Farm schaut ja richtig scheiße aus, nicht wahr? Okay, ich würde sagen, wir machen hier, Moment. Machen wir es ein bisschen größer. Einfach nur der Optik wegen. Wobei, ob es so geil ausschaut, ist auch die Frage. Natürlich. Und es schaut weniger geil aus. So schaut es besser aus, denke ich. Okay. Und dann machen wir jetzt hier weiter. So, ich wollte den Weg nämlich gerne hier weiterführen. Von hier aus nämlich so... 2 nach oben. Weil ihr wisst ja, wie das so ist.
Die Wege müssen alle miteinander verbunden sein, damit man immer schön, ja, seinen Weg findet. So, ja, ein bisschen komplexe Angelegenheit gerade. So. Okay, Freunde. Das ist die Kreuzung. Hier muss natürlich dann noch eine Reihe hinzugefügt werden. Das machen wir mal schnell. So, und hier gehen natürlich drei breit. Und zack, das war's, Freunde der Nacht. Das war's, mehr braucht's gar nicht. So, das da hinten, das können wir da wieder, da können wir wieder Bäume wachsen lassen. Die, ja, die können da wachsen. Ganz ehrlich, ist mir recht, weil wir brauchen ja Holz immer mal wieder. Und wenn wir dann so einen kleinen Flecken haben, wo dann Holz dann auch tatsächlich von sich aus wachsen kann, dann ist das ja nichts Verkehrtes. So, ich mache hier trotzdem nochmal eine Reihe hin. Weil es irgendwie die zwei Reihen, das schaut irgendwie blöd aus, finde ich. Okay, dann machen wir hier noch so. Okay, den Ding machen wir noch weg. Den Ding vor allem. Das Ding machen wir noch weg. Ja, dann sind wir jetzt gewappnet dafür, dann die Felder anzulegen. Wie viel Energie haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen was. Das heißt, dann machen wir das doch gleich noch. Fangen wir jetzt noch damit an, Felder anzulegen für dann den Herbstmorgen. Ist die Frage natürlich, wie viele überleben werden, den Jahreszeitenwechsel. Aber das sehen wir ja dann. Okay. Ja, Fridolin, ist gut. Ich möchte jetzt hier alles zu Feldern machen. Können wir gleich unseren Farming-Skill ein bisschen verbessern. Vielleicht kommt ja dann noch was Tolles raus dabei. Ein tolles Crafting-Rezept oder so. So, können wir hier? Ja, hier können wir auch. Sehr nice. Können wir da ein bisschen was Abstruseres anpflanzen. So, ja, wir stülpen jetzt die Farm um. Das ganze Farmland hier wird umgestülpt. Das gehört dazu, zum Farmerleben. Kriegen wir ein bisschen Lehm gleich. Haben wir ja nicht genug. So. So, das nächste Feld. Wie gesagt, das Düngen, das machen wir dann explizit erst im Herbst. Damit wir halt sicher gehen, dass man dann, wenn die Felder kaputt gehen halt, dass dann kein Dünger verschwendet wird. Was ich jetzt halt in erster Linie machen will, ist Arbeitszeit hier in, Erfahrung umwandeln. Also, ja, ihr wisst schon. Ein bisschen Farming-Skill polieren, das ist ja wichtig. So, 1, 2, 3. So. Hier ist noch einer. Hier, hier, hier. Wobei, ich glaube, hier will ich gar nichts mehr anpflanzen, weil das ist zu gemischt sonst. Ich möchte halt gerne, dass das Ganze strukturiert bleibt, wirklich. Dass also wirklich dieselben Pflanzen immer auf einem Haufen wachsen. Deswegen möchte ich eigentlich hier drüben jetzt auch nichts mehr anpflanzen, tatsächlich. Weil, naja, ihr wisst schon. Was ich auch gerne machen würde, ist diesen Weg hier abreißen. Das ist mir nämlich so beim letzten Mal gekommen. Wir könnten das wesentlich effizienter gestalten, wenn wir hier stattdessen, Feld anlegen würden. Ne, ihr wisst schon, hier so. Ich meine, es lohnt sich jetzt für die Jahreszeit nicht mehr, weil da wächst ja jetzt schon Mais. Aber für die nächste Jahreszeit, ne? Deswegen habe ich den Weg schon mal jetzt weggemacht, damit wir das dann nicht vergessen, beziehungsweise ich. Okay, ja, schön. Wir haben doch noch ein bisschen Weg übrig. Dann mache ich kurz, habe ich jetzt gerade eine Idee bekommen. So. Ah, ups, ich wollte den nehmen. Schmeißen wir den wieder rein. Okay. Basteln wir hier noch einen kleinen Weg nach hinten. Hier so. Oh. Ja, der Dance der Moonlight Jellies geht schon los. Moment, ich mache noch schnell den Weg hier fertig. So. So. Also, auf geht's zum Dance der Moonlight Jellies. Wir müssen an den Strand. Dringend. Schnell. Wir haben ja noch 1,5 Stunden Zeit, aber trotzdem. Man will ja nichts verpassen, gell? Ja, schön. Eine schöne Sommernacht, die letzte warme Nacht in diesem Jahr. Ich freue mich, Freunde, ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Freue dich gefälligst. So.
Ja, das ist ein Event, da muss ich auch wieder nicht viel erzählen tatsächlich. Da kann man einfach nur die Musik genießen und ein bisschen zugucken. Und ich werde dann auch stillschweigen, sozusagen den Moment auf euch wirken lassen, so für uns alle wirken lassen. Weil ich finde eigentlich, es ist, das Event mag zwar relativ sinnlos erscheinen, aber ich finde es trotz alledem, es ist mal ein nettes kleines Event, muss ich sagen. Eins der schöneren tatsächlich. Da finde ich andere Events tatsächlich wesentlich sinnfreier, sage ich jetzt mal. Na, Abby? So ein seltenes und aufregendes Ding. Ja, ich weiß. Ich hab's noch nie gesehen. Also, ich schon, aber vielleicht der eine oder andere der Zuschauer nicht. Also, benimm dich, Abby. Oh, Emmy, da bist du ja. Er hier ganz schön schüchtern daneben. Schau da draußen. Auf die endlose See. Tief unter Wasser, alle möglichen Lebensformen, die sind dort in den Dunkeln sich am bewegen. Eerie? Moment. Wie versprochen habe ich natürlich das Programm gestartet. Unheimlich, furchterregend, nicht wahr? Nun ja, ich finde es eigentlich mehr faszinierend als furchterregend, weil es sind ja nicht nur gruselige Gestalten unterwegs. Na du! Guten Abend, Pedonzo! Ich habe Jellies schon wieder vergessen. Ich habe das Wort vergessen. Ihr wisst schon, die Mondlicht-Jellies sind nah. Ich habe bereits eines in der Entfernung glühen gesehen. Wenn wir das Candleboot hier lostreten, dann werden sie zu den Docks kommen, um Hallo zu sagen. Okay, ja, dann schubs mal. Ja, launche das Boot, ich schweige still, lasst den Moment einfach auf euch wirken, ein bisschen die schöne Musik genießen. Die Glut des Sommers ist nun vergangen und die Mondleit, die Mondlicht quallen, nun bewegen sich fortwärts in ein unbekanntes, in unbekannte Gefilde. Ja, schön, Freunde. Ja, habe den Sommer abgeschlossen tatsächlich und damit auch die Folge. Oh, ja, ihr werdet euch noch ein bisschen gedulden müssen, was den Herbst angeht. Oh. So, alles ist aussortiert, alles ist gut. Morgen ist ein großer Tag für uns, das heißt, wir gehen jetzt auch mal schlafen. Wetter ist immer noch natürlich klar und sonnig, na klar. Ich habe vorhin schon mal nachgeguckt. Die Königin der Soße hat wieder das Brot, das können wir ja bereits. Okay, dann gehen wir schlafen. Na, Fridolin? Ich möchte gerne ins Bett, aber okay, dann gehen wir mal in die Seite. Go to sleep for the night. Ja, das machen wir. Schauen wir mal, die letzten Verdienste des Sommers. Sind sehr mickrig. Ja. Ja, Freunde. Das war der Sommer. Das war diese Folge.
Schön. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Mit-Dabei-Sein. Lasst da mal einen Daumen hoch vielleicht da. Lasst ein bisschen ein Subscribe und vielleicht einen Kommentar da, falls Fragen sind, Anregungen, Wünsche und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet dann wieder ein, wenn wir dann in die goldene Jahreszeit hineinstarten. Mensch, ich bin sehr gespannt, Freunde. Das wird was. Das wird was. Ja, bis dahin. Viel Spaß und tschüss.